Liebe Zuschauer, wer im Winter Tiere in freier Natur beobachten will, muss wetterfest sein. Die erste Folge unserer neuen Sendereihe Natur und Freizeit zeigt, dass es auch zu dieser unwirtlichen Jahreszeit draußen so allerhand zu beobachten gibt. Übrigens strahlen wir diese neue Reihe alle 2 Monate aus und die heutige Folge wiederholen wir auch, und zwar am kommenden Mittwoch um 18.30 Uhr. Entschuldige. Ich trage hier die ganze Verantwortung, ja, und du vergisst mich einfach. Nein, das ist also unser Wichtigster, darf ich vorstellen, Froggy von den Grünen. Hey. Und nun zu den Themen der heutigen Sendung. Wir beginnen mit den aktuellen Beobachtungstipps, die sich diesmal mit Raben und Krähen beschäftigen. Es folgen die Naturschutznachrichten und zum Nachmachen ein Tipp zur Aktion Krötenrettung. Der letzte Beitrag ist der Amateurfilm, heute zum Thema Amphibienhochzeit. Entschuldige bitte. Ich glaube, mir fehlt mein Winterschlaf. Du, wir fahren doch zu deinen Verwandten. Außerdem kannst du doch nicht diese schöne Landschaft einfach verschlafen. Ganz hübsch. Aber mir sind hier zu wenig Froschtümpel. Ja, Froggy, der Meinung sind wir allerdings auch. Es ist sicher etwas ungewöhnlich, Ende Januar, Anfang Februar einen Beitrag über Amphibien zu bringen. Obwohl gerade in diesem milden Winter sich bereits Mitte Januar die ersten Grasfrösche gezeigt haben. Inzwischen aber ist nun doch die Kälte gekommen und damit sitzen alle Kröten und Frösche in Winterstarre eingegraben in der Erde. Um ihnen dies zeigen zu können, haben wir Joachim Hinz gebeten, ein kleines Experiment für uns vorzubereiten. Ja, ich habe im vergangenen Herbst an dieser Stelle ein Blech kreisförmig im Boden vergraben. Und anschließend eine Erdkröte hineingesetzt, damit sie sich hier vergraben kann. Damit wir sie nun aber wiederfinden können, habe ich damals um das Hinterbein der Kröte einen Faden gewickelt, damit sie sich praktisch mit dem Faden im Boden eingraben kann. Um das Ganze ein bisschen zu tarnen und damit es nicht aussieht wie Sperrmüll, habe ich hier diese Zweige rübergelegt, die vielleicht mal wegnehmen sollten. Mal wegräumen und gucken, ob sie noch da ist. So, ja. Gefroren wird er hoffentlich noch nicht sein, der Boden. Ja, es ist ja erst mal die Anfang. 2 Tagen so kalt. Ist eigentlich noch ziemlich weit sein. Außerdem ist es hier eine Mulde, die mit Blättern aufgefüllt ist. Ja, schmeiß das einfach mal raus. Ne? Das Zeug. Da ist, ja, die ist ganz in der Ecke drin. Ja. Die wollte wohl noch raus. Ja, ich glaube, wir sollten mal versuchen, das Blech aus dem Boden zu ziehen. Klar, dann sieht die Kamera auch mehr davon. Ne? Genau. Probieren wir mal, ob es rausgeht. Und Vorsicht, sonst wollen wir die Kröte gleich mit raus. Ja. Gut. Da ist der Faden. Pech. Jetzt können wir mal gucken. Der Faden ist also abgegangen. Jetzt können wir mal gucken, ob wir sie so finden. Dann sitzt es wahrscheinlich ja dann nicht sehr tief. Also. Aber es kann natürlich sein, dass die sich ohne Faden weiter runter bewegt hat. Ja. Ist schon fester, die Geschichte. Schöne Humus des Buchenwaldes. Ja, hier ist so ein kleines Loch. Vielleicht sitzt sie da unter. Heiße Spur. Ja, hier kommt, es geht immer weiter rein. Ah ja. Hier geht's weiter. Kann natürlich sein, dass die irgendein altes Mauseloch oder so hatte. Ja. Ich weiß nicht, ob die selbst so tief reinkommt. Ich habe übrigens noch nie eine Kröte im Winterschlaf oder in der Winterstarre, besser gesagt, gesehen. Also für mich ist es auch neu. Aber so, jetzt bin ich unter meinem Fuß angelangt. Moment, da war aber die Tonne drin. Weiter kann sie ja nicht sein.
Oh, ich glaube, ich habe sie. Ja? Da ist sie. Ah, klasse. Dann war sie doch direkt an dem Rand. Ja. Gar nicht so schön tief. Schön vor sich, ja. Ja, fängt ja gleich an, sich zu bewegen. Das liegt wahrscheinlich an ihrer Handwärme dabei. Ja. Kröten und Frösche nehmen ja immer die Temperatur als wechselwarme Tiere, die Temperatur ihrer Umgebung an. Die hat also eigentlich in dem Moment, wo wir sie rausholen, genau die Bodentemperatur. Sie war ja sehr flach eingegraben, bei etwa, ja, was sind das, 10 cm Tiefe. Und das scheint hier im Buchenwald schon frostsicher genug zu sein. Wenn wir sie jetzt wieder aussetzen würden, glaube ich nicht, dass sie in ihre Winterstarre problemlos zurückfinden würde. Sie würde wahrscheinlich eingehen. Und um dies zu verhindern, hat sich Herr Hinz bereit erklärt, das Tier die nächsten circa 6 Wochen, bis die Außentemperaturen geeignet sind, zu pflegen in einem Terrarium, um sie dann wieder auszusetzen, wenn die große Laichwanderung der Amphibien etwa Mitte März beginnt. Und darüber wird uns Evelyn jetzt etwas erzählen. Hier ist das Laichgewässer gleich nebenan. Oft müssen die Kröten aber bis zu 1,5 Kilometer dorthin zurücklegen, von ihrem Winterquartier aus, denn sie kehren stets in den Teich zurück, in dem sie als Kaulquappen aufgewachsen sind. Diese Wanderung kann für die Kröten zu einer Katastrophe werden, wenn der Mensch zwischen Winterquartier und Laichgewässer eine Straße baut. Doch man kann, und das soll unsere Anregung zum Nachmachen für Sie sein, mit einfachsten Mitteln diesen sinnlosen Massenmord verhindern, indem man parallel zur Straße einen niedrigen Folienzaun in die Erde eingräbt. Wozu man dann noch viele Eimer braucht, das erfahren Sie im letzten Beitrag unserer heutigen Sendung. Den nun folgenden Super-8-Film hat Herr Hinz vor 2 Jahren in diesem Gebiet hier gedreht. Und wir möchten uns bei dieser Gelegenheit gleich von Ihnen verabschieden und wir hoffen, dass wir beim nächsten Mal nicht so viel frieren werden wie heute. Die Idee, den Kröten und Grasfröschen zu helfen, entstand vor 2 Jahren. Damals, etwa Ende Februar, begannen wir von der Ortsgruppe des Deutschen Bundes für Vogelschutz mit den Vorarbeiten für einen Krötenzaun. Die Eimer, die wir vorbereiten, sollen anschließend vor dem Zaun vergraben werden. Wenn in einigen Wochen die Amphibien am Zaun entlang kriechen, werden sie irgendwann in den Eimer fallen. Dann wollen wir sie über die Straße tragen und zu ihren Laichgewässern bringen. Bis der Eimer in das Loch passt, muss etwa 50 cm tief gegraben werden. Und das ist um diese Jahreszeit nicht einfach, denn der Boden ist noch hart gefroren. Wir verwenden Plastikfolie für unseren Zaun. Das ist die einfachste und billigste Lösung. Schließlich müssen wir das Material aus unserer Vereinskasse bezahlen. Über 500 Meter Folie parallel zur Straße sind zu verlegen. Die Plastikfolie muss gut im Boden vergraben werden. Sonst könnte der Wind sie zerreißen oder die Kröten würden unter ihr hindurchkriechen. Eine Woche später ist es schon soweit. Tauwetter hat eingesetzt. Die Temperaturen liegen über 5 Grad Celsius und darauf reagieren die Erdkröten wie auf ein Signal. Als wir mit unseren Scheinwerfern dieses Erdkrötenpaar entdecken, ist es etwa 21 Uhr. Die Partner finden sich häufig schon während der Wanderung. Das kleinere Männchen lässt sich vom Weibchen tragen. Doch auf dem Weg zum Laichgewässer wird das Pärchen häufig von paarungsbereiten Männchen belästigt. Auf der Suche nach Weibchen umklammern die Erdkrötenmännchen auch die eigenen Geschlechtsgenossen. Aber der Irrtum wird hier schnell bemerkt. Dass Erdkröten nachts auf Wanderschaft gehen, hat hauptsächlich 2 Gründe. In der Nacht ist die Luftfeuchtigkeit höher und im Schutz der Dunkelheit sind die Tiere vor Feinden ziemlich sicher. Diese Kröte fühlt sich offenbar durch unser helles Scheinwerferlicht gestört. Sie gräbt sich rücklings im Laub ein. Die Hinterbeine dienen dabei als Schaufeln. Jetzt, wo die Kröte langsam unter den Blättern verschwindet,
wird deutlich, wie gut sie an ihre Umgebung angepasst ist. Auch Grasfrösche sind in dieser Märznacht unterwegs. In großen Sprüngen nähern sie sich unserem Zaun. Ein Grasfroschpärchen. Das Männchen hat seine Partnerin mit den Vorderbeinen umklammert. Ein Frosch ist an unserem Zaun angekommen. An der Folie entlang kriecht er langsam auf einen der vergrabenen Eimer zu. Und dann der Sprung. Die Tiere bleiben nur eine Nacht in diesem Gefängnis. Am nächsten Tag, etwa gegen 9 Uhr, macht Dr. Techo, einer unserer Mitarbeiter, seine morgendliche Runde. Frösche und Kröten werden eingesammelt, gezählt und anschließend über die Straße getragen. Dabei genügt es nicht, die Tiere einfach auf der anderen Seite auszusetzen. Sie könnten sonst wieder auf die Straße wandern. Besser ist es, man bringt die Tiere bis zu ihrem Heimatgewässer und entlässt sie erst dort wieder in die Freiheit. Wieder sind 2 Wochen vergangen. Es ist Ende März. Am Teich herrscht jetzt Hochbetrieb. Fast immer fällt die Paarung der Erdkröten in eine Schönwetterperiode. Und das hängt vermutlich damit zusammen, dass sich das Wasser durch die Märzsonne schon etwas erwärmt hat. Viele Kröten haben ihren Partner schon gefunden. Doch dieses Männchen ist noch auf der Suche. Am dicken Bauch des Weibchens erkennt man, dass die Eiablage noch bevorsteht. Ob hier einmal Eier abgelegt werden, scheint jedoch fraglich. Die Zähne zeigt, wie stark bei den Krötenmännchen der Klammertrieb ausgeprägt ist. Irgendwo in diesem Paarungsknäuel befindet sich das Weibchen. Dabei kann es leicht passieren, dass es ertrinkt. Dann nämlich, wenn es ihm nicht gelingt, von Zeit zu Zeit aufzutauchen, um Luft zu atmen. Was hier so unsanft mit dem Fuß getreten wird, ist das Maul eines Grasfroschmännchens. Offenbar hält es eine der Kröten für ein Grasfroschweibchen. Am Teich gibt es aber immer noch genügend Pärchen, die ungestört zur Eiablage kommen. Die Eier treten in einer langen Doppelschnur aus der Kloake des Weibchens aus. Dann gibt das Männchen seinen Samen in das Wasser und befruchtet sie. Anschließend versucht das Pärchen, den Laich um Wasserpflanzen zu wickeln.
Wenige Tage später ist auch bei den Grasfröschen der Höhepunkt der Paarung erreicht. So wie bei den Erdkröten bevorzugen auch Grasfrösche seichtes und pflanzenverwachsenes Wasser in Ufernähe. Von allen Seiten nähern sich Männchen, um in das Knurren der anderen mit einzustimmen. Bei den Fröschen spielt die Stimme zur Paarungszeit eine große Rolle. Sie ist ein akustisches Signal und hilft den Tieren, ihre Geschlechtspartner zu finden. Anders als bei Laub- oder Wasserfröschen, wo die Schallblase wie ein Ballon nach außen tritt, haben Grasfroschmännchen eine innere Schallblase. Und so kommt nur ein Knurren dabei heraus. Man muss schon ein bisschen Glück haben, will man Szenen wie diese mit der Kamera einfangen. Über 100 Grasfroschmännchen haben sich hier zum Konzert eingefunden. Im Gegensatz zu den Erdkröten sieht man jetzt nur Männchen. Die Weibchen halten sich abseits auf. Auf ein Weibchen kommen häufig mehr als 6 Bewerber. Wie es zu diesem Ungleichgewicht kommt, ist noch nicht genau bekannt. Am nächsten Tag schwimmen zahlreiche Laichballen an der Wasseroberfläche. Aus den kleinen, schwarzen Eiern werden sich in etwa 6 bis 8 Wochen kleine Grasfrösche entwickeln. Doch nicht aus jedem Ei wird einmal ein erwachsener Frosch. Im Wasser lauern Feinde, wie dieses Teichmolchweibchen. Froscheier sind für den Molch eine Delikatesse. Und so bequem bekommt man die Beute nicht alle Tage. Molch, Kröte und Grasfrosch haben an diesem Teich wieder eine Chance. Doch nach dem Ableichen gehen die Amphibien wieder auf Wanderschaft. Und dabei müssen sie häufig erneut die Straße überqueren. Spätestens jetzt müsste man den Zaun auf die andere Seite versetzen. Doch da sich die Wanderung vom Teich zu den Sommerquartieren über viele Wochen erstreckt und auch die Jungfrösche auf diesem Weg folgen, wäre der Arbeitsaufwand enorm. Da aber jedes Weibchen eine sehr große Zahl von Eiern abgelegt hat, ist die Erhaltung der Art gesichert. Willkommen bei Natur und Freizeit, liebe Zuschauer. Wir möchten Sie bitten, sich rechtzeitig Papier und Bleistift zurechtzulegen. Es gibt wieder einiges zum Mitschreiben, Adressen und Buchtipps. Unsere Themen heute: Wir bringen Ihnen einen Wandertipp aus dem Berchtesgadener Land. Wir
Wir zeigen Ihnen ein neues Beobachtungszentrum für Vögel an der Unterelbe. Und wir wollen sehen, was aus unserer Wildblumenwiese, die wir letztes Jahr anlegten, inzwischen geworden ist. Als erstes aber wollen wir ein interessantes Experiment an Eisvögeln beobachten, das hier am Stadtrand von Hamburg durchgeführt wurde. Joachim Hinz hat es mit der Kamera beobachtet. Wie ich sehe, sind Sie beim endgültigen Abbau Ihrer Ausrüstung, Herr Hinz. Wie lange haben Sie hier draußen gearbeitet? Ja, die Aufnahmen zu dem Film entstanden in dem Zeitraum März bis Juli etwa, bis Juli dieses Jahres. Und wie kamen Sie ausgerechnet auf diesen Platz? Ja, das war eigentlich diesmal eine ganz tolle Sache. Von Bekannten und Freunden aus dem Naturschutz wusste ich, dass der Besitzer dieses Teiches den Eisvogel schon seit mehreren Jahren anfüttert. Und vor einem Jahr hat er dann hier einen Beobachtungsstand gebaut. Und somit waren natürlich für mich als Filmer ideale Voraussetzungen geschaffen. Die Entfernung zum Eisvogel betrug in der Regel nur 12 Meter. Also Bedingungen, kann man sagen, die man in der freien Natur in der Regel niemals hat. Ja, mussten Sie denn sehr viel Geduld aufwenden bei diesen Aufnahmen, so im Morgengrauen schon draußen sein? Ja, das ist unterschiedlich. Relativ einfach ging es zu Beginn des Jahres. Wir hatten konstantes Frühjahr. Da waren es vielleicht nur 2 Drehtage. Schwieriger wurde es nachher im Juni und im Juli. Wie wir alle wissen, war der Sommer in diesem Jahr doch sehr verregnet. Und da hat es eben sehr lange gedauert. Ja, und was das Aufstehen betrifft, also frühes Aufstehen war öfter drin. Ja. Nun, wir kennen ja bereits einen Teil der Aufnahmen, die Sie uns schon gezeigt haben. Und wir wollen uns nun mit unseren Zuschauern den ganzen Film ansehen. Ein kühler Morgen im März. 10 Uhr ist es. Und das bedeutet, dass es langsam Zeit wird für die erste Fütterung. Für den Besitzer des Teiches ist dies Routine. Seit 1975, als hier vom benachbarten Bach her zum ersten Mal Eisvögel auftauchten, hat er sie regelmäßig gefüttert. Einmal morgens, einmal abends. Besonders in strengen Wintern, wenn viele Gewässer zugefroren sind, gibt's hier immer eine offene Wasserstelle. Das Futter für den Eisvogel stammt aus einer Fischzuchtanstalt. Heute stehen Moderlieschen auf dem Speisezettel. Die sind schön schlank und rutschen gut. Und das mag der Eisvogel am liebsten. Der Heizstab auf dem Boden soll verhindern, dass das Wasser in dem flachen Behälter zufriert. Für die Mahlzeit wäre also gesorgt. Der Eisvogel kann kommen. Der Herr des Hauses hat sich inzwischen auf den Weg zur Veranda gemacht. Von hier aus kann er bequem beobachten, was sich unten am Futterplatz abspielt. Der Blick durchs Fernglas entschädigt für die vielen Stunden Arbeit, die die Fütterung der Eisvögel mit sich gebracht hat. Und da ist er, der Star des Teiches, der Eisvogel. Es sieht so aus, als hätte er etwas im Visier. Aufmerksam verfolgt er, was sich unter ihm in der Wanne abspielt. Und dann geht alles blitzschnell. Der Versuch war erfolgreich. Immer wieder schlägt der Eisvogel den Fisch auf den Ast. So wird die Beute betäubt und lässt sich später leichter runterschlucken. Kopf voran wandert der Fisch in den Eisvogelmagen. Und noch etwas anderes fällt auf in dieser Szene. Der Ast, auf dem der Eisvogel seine Beute herunterwirkt. Er glänzt eigenartig silbern. Und das liegt daran, dass beim Totschlagen der vielen tausend Beutefische immer wieder Fischschuppen daran haften geblieben sind. Der Eisvogel lässt sich Zeit. Erst einmal das Wasser aus dem Gefieder schütteln und dann noch eine kleine Verdauungspause. Der Vogel fühlt sich sicher an diesem Teich, denn hier wird er so gut wie nie gestört, sieht man einmal von den Mahlzeiten ab, die 2-mal täglich serviert werden.
Ganz in der Nähe der Futterstelle hat der Teichbesitzer aus Grassoden eine Steilwand errichtet. Die Eisvögel danken es ihm, denn wie man sieht, haben sie die Nisthilfe angenommen. Jetzt im März wird Verlobung gefeiert. An der Brutwand herrscht Arbeitsteilung. Der eine inspiziert die Niströhre aus dem letzten Jahr. Der andere scheint sich für einen Neubau zu interessieren. Das Eisvogelweibchen. Es hat einen rot-orangen Unterschnabel. Beim Männchen ist der ganze Schnabel schwarz. Und noch etwas anderes kann man zur Paarungszeit häufig beobachten. Das Männchen fliegt davon, um für seinen Partner ein Geschenk zu holen. Aber erstmal muss die Beute gefangen werden. Auch diesmal hat's geklappt. Kein Wunder eigentlich, denn anders als in der freien Natur ist das Wasser in der Schüssel sehr flach und klar. Da braucht sich der Eisvogel nicht besonders anzustrengen. So kann man dem Weibchen natürlich keinen Fisch anbieten. Deshalb noch kurz ein Betäubungsschlag und dann schnell zur Partnerin. Das Männchen hält den Fisch mit dem Kopf zum Weibchen, ein Zeichen, dass er nur für sie bestimmt ist. Aber sie will nicht. Wohin nun mit dem Verlobungsgeschenk? Das Weibchen nimmt erstmal ein Bad und danach Körperpflege. Eisvögel baden gern und häufig. Besonders, wenn das Gefieder durch Arbeiten an der Niströhre verschmutzt ist. Das Männchen frisst den Fisch inzwischen selbst auf. Vielleicht klappt es ja beim nächsten Mal. Wer Eisvögel beobachten oder filmen will, braucht ein gutes Tarnversteck. Nur so gelingen Aufnahmen wie diese. Auch er geht inzwischen baden. Sein Lieblingsplatz ist vor der Bruthöhle. Drei Monate später. Dort, wo im Frühjahr aus der Wanne gefüttert wurde, steht jetzt ein Aquarium. Ich habe es aufgebaut, um den Eisvogel beim Tauchen nach Beute besser filmen zu können. Über 6000 Watt beleuchten jetzt das Aquarium. So viel Licht ist nötig, denn beim Fischefangen soll der Eisvogel mit 250 Bildern in der Sekunde gefilmt werden. Das Licht der Lampen scheint den Eisvogel nicht sonderlich zu stören. Aber ob er auch ins Aquarium taucht? Das ging knapp daneben. Ganz so einfach wie in der flachen Schüssel hat es der Eisvogel diesmal nicht. Um an die begehrten Moderlieschen zu gelangen, muss er über 60 cm tief tauchen. Ein neuer Anlauf. Diesmal hat's geklappt. Mit dem Fisch im Schnabel steuert der Eisvogel den nächstgelegenen Ansitz an. Jetzt im Juli, wo hier bereits die zweite Brut versorgt wird, ist sein Appetit natürlich besonders groß. Die Jungen sind erst ein paar Tage alt und müssen ständig gefüttert werden. Aber dieser Brocken dürfte für die Jungvögel wohl eine Nummer zu groß sein. Sie würden vermutlich an ihm ersticken. Für den erwachsenen Vogel ist er kein Problem. Er wird selbst mit Fischen fertig, die 12 bis 14 cm lang sind. Dabei frisst der Eisvogel fast so viel, wie er wiegt, etwa 20 bis 30 Gramm. Beim Schlucken der Beute ist eines besonders wichtig. Der Fisch muss mit dem Kopf vorangefressen werden, sozusagen stromlinienförmig. Andernfalls würden sich die Fischflossen im Eisvogelhals querstellen, die Beute würde im Halse stecken bleiben.
Ob es sinnvoll ist, Eisvögel zu füttern, darüber mag man streiten. Den Eisvögeln kann es gleich sein. Sie sind heimisch geworden an diesem Teich. Und das ist nicht zuletzt darauf zurückzuführen, dass es hier immer etwas zu fressen gibt. Die Zeiten haben sich geändert. Früher wurde der Eisvogel besonders in Fischteichanlagen als Schädling betrachtet und dementsprechend verfolgt. Es war so einfach, man musste nur die Lieblingssitzplätze der Vögel herausfinden, beispielsweise Holzpfähle über dem Wasser, darauf ein Schlageisen montieren und der Rest erledigte sich von selbst. Nun, wie gesagt, diese Zeiten sind vorbei und heute dulden auch Fischteichbesitzer die schönen Vögel und gönnen ihnen die paar Fischchen, die sie herausholen. In Sachen Natur, das Umweltmagazin, gibt's gleich. In Sachen 60. Geburtstag von Hans Scheibner erwartet Sie heute Abend um 9 unsere Gratulationssendung. Ausschnitte aus den zahlreichen Fernsehauftritten des beliebten Komödianten. Titel: Das macht doch nichts, das merkt doch keiner. Heute um 21 Uhr, das merkt sehr wohl jemand. Doch nun zurück zu In Sachen Natur, dem Umweltmagazin. Libellen. Seit 200 Millionen Jahren leben sie auf unserem Planeten. Besser als nichts. Neue Methoden der Schweinemast. Beton ist gut, Natur ist besser. Krokodile und Piranhas am Orinoco. Als ich vor 9 Jahren anfing, diese Sendung zu moderieren, dachte ich, es müsse doch wohl gelingen, der Massentierhaltung den Garaus zu machen. Inzwischen musste ich einsehen, dass man dafür offenbar einen sehr langen Atem braucht. Auch grüne Umweltminister konnten bisher nichts ausrichten. Im Gegenteil. Im Zuge der Rechtsvereinheitlichung in der EU wird es demnächst möglich sein, ohne Genehmigung wesentlich mehr Tiere zu halten, als bisher erlaubt war. Für die Massentierhaltung gilt nämlich, wie für andere Fabriken auch, das Bundesemissionsschutzgesetz, zum Beispiel wegen der hohen Ammoniakausgasung. Deshalb musste, wie bisher, wer zum Beispiel mehr als 700 Schweine hielt, die Bestimmungen dieses Gesetzes beachten. Nach der EU-Vereinheitlichung liegt die Grenze demnächst bei 2000 Schweinen. Erst danach gilt das Emissionsschutzgesetz. Dennoch, getreu dem Motto steter Tropfen höhlt den Stein, setzen sich in vielen Betrieben kleine Verbesserungen durch. Wildschweine, ständig auf der Suche nach etwas Fressbarem. Gesellig ziehen die Allesfresser in Familienverbänden, den sogenannten Rotten, umher und durchwühlen den Boden. Zwischendurch kratzen und suhlen sich die Schweine gerne ausgiebig, um gleich wieder, immer der sensiblen Nase nach, etwas Leckeres aufzuspüren. Die wilden Schweine müssen sich meist mühen, um an ihr täglich Brot heranzukommen. Schweinen in der Massentierhaltung wird das Fressen per Knopfdruck serviert. Intensive Schweinemast, Realität für etwa 24 Millionen deutscher Schweine. Einziger Lichtblick am Tag, die Fütterung. Da geraten die Schweine schon mal in Bewegung. Den Rest des Tages dämmern sie dahin, verdreckt in engen und dunklen Käfigen auf Betonspaltenböden, durch die der Kot fällt. Der glitschige Boden behindert sie bei jeder Bewegung. Erwünschter Effekt für eine schnelle Gewichtszunahme. Den Ferkeln in der Aufzucht geht es nur wenig besser. Sie liegen auf Stroh, bis sie ein Gewicht von 30 Kilo erreicht haben. Danach müssen sie, wie die Mastschweine, den Rest ihres Lebens auf Spaltenböden fristen. Nach 130 Tagen endet ihr Dasein als Billigfleisch auf den Theken der Supermärkte.
Massentierhaltung auch im neuen Schweinestall von Cornelius Sathoff. Ein Stall zur Aufzucht von Mastferkeln nach dem sogenannten Nürtinger System. Es bietet den Tieren bis zu 1,2 Quadratmeter Platz, während Schweinen in der konventionellen Haltung lediglich die Mindestanforderungen des Tierschutzgesetzes zugestanden werden, 0,65 Quadratmeter. Im Mittelpunkt stehen Ruhekisten aus wärmeisolierendem Kunststoff. Einmal am Tag kontrolliert der Landwirt die Kisten. Auf einem Vorplatz laufen die Ferkel herum. Wenn sie sich ganz nach Schweinemanier ausruhen möchten, ziehen sie sich in die auf 25 Grad Celsius geheizte Bettenkiste zurück. Den Körper warm in der Kiste, den Kopf draußen an der frischen Luft. Das ist gut für die Schweine und der Landwirt spart Energie, denn nun wird nicht mehr wie früher der ganze Stall geheizt. Vor den Ruhekisten ein Spielstamm mit Kette, ein dürftiges Zugeständnis an den großen Spieltrieb der kleinen Ferkel. Haben die Ferkel ein Gewicht von 25 Kilo erreicht, kommen sie in den Maststall. 450 Mastschweine hat Landwirt Wolfgang Ritz aus Kleinseligen zu versorgen. Es ist Sommer, der Stall ist warm, viele Schweine liegen außerhalb der Ruhekisten und dösen. Durch die Gitterfenster kommen Frischluft und Tageslicht in den Stall. Grundlegende Verbesserungen für Schwein und Landwirt. Reicht das Platzangebot, beweisen die Borstentiere, wie reinlich sie von Haus aus sind, nutzen ihren Auslauf und können sich bei Streitereien auch aus dem Wege gehen. Forschungen haben ergeben, dass die Nutzleistung von Tieren steigt, je artgerechter sie gehalten werden. Und so stellte auch Bauer Ritz fest, dass seine Schweine schneller an Gewicht zunehmen als in konventioneller Haltung. Darüber hinaus ist das Fleisch schmackhafter. Zurzeit werden etwa 8% aller Mastschweine im Nürtinger System gehalten. Doch solange extrem schnellwüchsige und fleischfüllige Züchtungen zum Einsatz kommen, leiden die Tiere darunter, dass ihr Skelett mit der Belastung nicht Schritt hält. Außerdem haben die Schweine auch bei artgerechterer Haltung nur kurze Zeit etwas von ihrer neuen Freiheit. Sowohl bei konventioneller Mast auf Vollspaltenböden als auch bei der Haltung im Nürtinger System. Nach 130 Tagen ist ihr Leben beendet. Haben sie täglich 800 Gramm zugenommen und das Schlachtgewicht von 100 Kilogramm erreicht. Noch vor wenigen Jahren hätte ich gesagt, warum soll man über das sogenannte Nürtinger System berichten? Die Verbesserung ist doch nur minimal. Heute bin ich über jede noch so kleine Verbesserung schon froh. Vielleicht ist Ihnen aufgefallen, dass es in diesem Schweinestall sogar Fliegen gibt. Jetzt könnten auch die Schwalben kommen. In vollklimatisierten Massenstellen haben Schwalben dagegen keine Chance. Wohl aber hier. Ein warmer Junimorgen im schleswig-holsteinischen Wennbüttel, Kreis Dithmarschen. Die Ferkel von Bauer Tim haben Schwein gehabt. Für sie beginnt der Tag mit einem Morgenspaziergang unter freiem Himmel. Auslauf und frische Luft machen hungrig. Und so gibt es bei Mutter Sau auch gleich etwas zu trinken. Ein paar Mal am Tag und fast 4 Wochen lang wiederholt sich dieses Bild. Jetzt heißt es, seinen Stammplatz zu finden. Und dabei geht es manchmal ein wenig ruppig zu. Zwischen 9 und 10 bekommen auch die Schweinemütter etwas zum Frühstück. Eine Futtermischung garantiert ohne Wachstumsförderer. Die kleinen Ferkel, zwischen 10 und 14 pro Wurf, sind jetzt ungefähr 2 Wochen alt und ganz schön neugierig. Noch etwa weitere 14 Tage bleiben Mutterschwein und Ferkel zusammen. Zeit zum Spielen und zu einem gemeinsamen Schläfchen. Etwa 5 Hektar groß ist die Schweinesiedlung. Genügend Platz für 30 Schweinesippen.
Wetterfeste Hütten bieten Schutz im Sommer wie im Winter. Diese 8 Wochen alten Ferkel müssen nun bald umziehen. Sie sind jetzt etwa 25 Kilogramm schwer und gehen in die herkömmliche Mast. Denn die Freilandhaltung bietet nur für etwa 10% der Tiere genügend Platz. Zuchtsäue dagegen dürfen auf der Koppel bleiben und sich nach Schweineart im Matsch suhlen. Jetzt in der Mittagshitze ist die Abkühlung besonders wichtig, denn anders als Menschen können Schweine überschüssige Wärme nicht ausschwitzen. Etwa 600 Schweine gibt es auf Bauer Tims Koppel. 10 Eber sorgen für den Ferkelnachwuchs und das bis zu 3-mal am Tag. Eine Sau bringt es auf durchschnittlich 23 Ferkel pro Jahr. Das sind etwa 2 Würfe alle 6 Monate. Hier übt offenbar noch ein Anfänger. Alles will gelernt sein. Und auch mit dieser Technik dürfte sich kein Nachwuchs einstellen. Wer in seinen 3 bis 4 Jahren Eberleben so viel leistet, verdient auch mal eine Pause. Koppelschweine, die ihr ganzes Leben im Freiland verbracht haben. Jetzt, nach ca. 190 Tagen Mast und etwa 120 Kilogramm schwer, sind die Tiere schlachtreif. Fleisch, das garantiert keine Hormone, Wachstumsförderer oder Medikamente enthält. Und ein weiterer Vorteil: Es ist dunkler, fester und schmackhafter als Schweinefleisch aus der Massentierhaltung und kann direkt am Bauernhof gekauft werden. Also wenn schon Fleisch, wenn schon Schweinefleisch, dann so gesund und so tiergerecht erzeugt wie möglich. Schade, dass sich nicht alle Menschen für die Herkunft ihres Essens interessieren, sondern nur für den Preis und die saubere Verpackung. Zuschauer, ich begrüße Sie herzlich bei In Sachen Natur. Wie es sich für diese Jahreszeit gehört, beginnen wir mit Natur im Schnee. Doch, liebe Zuschauer, bei unserem letzten Beitrag dürfen Sie sich einfach zurücklehnen und entspannen. Meine besten Wünsche begleiten Sie. Alles Gute, bis zum nächsten Mal.
Auch für diese Sendung können Sie ein Informationsblatt anfordern. Es enthält Literaturhinweise und Kontaktadressen. Schreiben Sie an den NDR in Sache Natur, 20648 Hamburg. Bitte schicken Sie an diese Adresse einen DIN A6-Umschlag, beschriftet mit Ihrer eigenen Adresse und frankiert mit Briefmarken im Wert von einer Mark. Für die Rätsellösung auf einer Postkarte gilt dieselbe Adresse. Ich wiederhole, NDR in Sache Natur, 20648 Hamburg. Hallo und willkommen beim Prisma-Magazin. Dabei kann die Natur ja auch ein ganz wichtiges Zugpferd für den Tourismus sein. Kenia zum Beispiel hat das erkannt. Seit Jahrzehnten ein beliebtes Urlaubsland, auch wegen der vielen oft exotischen Tiere, die dort leben. Selbst an Kenias Küsten, wohin die meisten ja zum Baden fahren, da gibt es was zu sehen, zum Beispiel Kolobusaffen. Jambo, Jambo, Bwana, Habari gani, Zuri sana, Wageni. Sonne, Strand und Meer, das ist es, was jährlich Tausende von Urlaubern an die Küste Kenias lockt. Unweit der Badestrände, auf dem Gelände des Kaskasi-Hotels, wohnen nicht nur Touristen, sondern auch Kolobusaffen. Zutraulich und fast zum Greifen nah. Es sind angolische Kolobusaffen, eine selten gewordene Unterart. Ihre prächtigen Felle waren einst bei den Damen Europas große Mode. Heute jedoch werden die Tiere weniger, weil ihr Lebensraum immer weiter zerstört wird. Sie leben derzeit nur noch in den Küstenwäldern von Tansania und Kenia. Diese Menschen wollen den Affen helfen. Es sind Mitarbeiter des Kolobus Trust, einer Stiftung, die 1997 zum Schutz der Affen gegründet worden ist. Erst einmal geht es ihnen darum, die Lebensgewohnheiten dieser Affen zu erforschen. Nur so lassen sich sinnvolle Schutzkonzepte entwickeln. Meist sind es Biologiestudenten, die diese Arbeit im Rahmen eines Praktikums leisten, freiwillig und ohne Bezahlung. Julie Anderson, Doktorandin aus Schottland, leitet die Stiftung seit etwa 2 Jahren. Wie jede Woche trifft sich das Team hier im Kolobus-Zentrum, um die Aktivitäten zu koordinieren und die Arbeitseinsätze zu besprechen. Wichtig dabei, auch viele Einheimische arbeiten mit. Ein Ziel der Stiftung ist es, dass die hier wohnenden Menschen möglichst viel Verantwortung übernehmen und das Projekt selbstständig betreuen. Nur noch ein Viertel der ursprünglichen Waldfläche am Diani Beach ist erhalten, erklärt Touristenführer Albert hier den Besuchern. Öffentlichkeitsarbeit ist für den Kolobus Trust eine besonders wichtige Aufgabe. Nur so kann er Unterstützung gewinnen. Kolobusaffen brauchen den Wald, so Albert, und besonders hohe Bäume zum Überleben. Information, ein bisschen Abenteuer und natürlich Kolobus. Das ist es, was Besucher auf diesem Naturlehrpfad erwartet. Die Straßen sind ein großes Problem, erklärt Albert. Die Autofahrer kümmern sich kaum um Geschwindigkeitsbeschränkungen und viele Kolobusaffen werden einfach überfahren. Die Lösung? Man baut den Affen Brücken, Kolobusbrücken, so nennen sie die Menschen hier. Die Tiere nehmen die Hängebrücken erstaunlich gut an. Und tatsächlich wurden im letzten Jahr nur noch halb so viele Affen überfahren wie noch vor 2 Jahren. 10 Brücken gibt es bereits, weitere 4 sollen folgen. Dann wäre der gesamte Diani-Küstenabschnitt abgedeckt.
Auch dieser Affe geht auf Nummer sicher. Er ist einer von rund 230 angolischen Kolobusaffen in dieser Region. Hier in luftiger Höhe finden sie alles, was sie zum Leben brauchen. Dieser alte Feigenbaum ist Nahrungsquelle, Schutzraum und Kinderstube zugleich. Kolobusaffen sind reine Vegetarier. Blätter, Früchte, Samen und selbst Moose stehen auf ihrem Speiseplan. Etwa 4 Monate alt ist dieser junge Affe. Zwar mag er schon gern ein bisschen in der Gegend herumturnen, aber beim Mutterkolobus fühlt er sich doch noch am sichersten. Weil die Tiere sich ausschließlich von Blättern und Früchten bestimmter Bäume ernähren, sind sie auf den Wald angewiesen. Ohne Bäume keine Kolobus. Das ist eines der größten Probleme hier. Die Leute denken, der Wald wäre intakt. Aber viele Bäume werden geschlagen und es sind immer die großen. Dann haben die Affen keinen Ort mehr, wohin sie sich zurückziehen können. Denn auf den kleinen können sie nicht schlafen. Illegale Rodung ist die größte Herausforderung für die Naturschützer. Die Täter kommen nachts und sind kaum zu fassen. Und welcher Tourist denkt schon daran, dass eine geschnitzte Giraffe eventuell einen Baum weniger für die Affen bedeutet? Nicht nur für Kolobus, sondern auch für Meerkatzen, Ohrenmakis und Paviane sind schlecht isolierte Stromleitungen eine weitere, oft tödliche Gefahr. Mit Hilfe des Kolobus Trusts wurde nun begonnen, die Leitungen besser zu isolieren. Für die Paviane, die alles fressen, was ihnen zwischen die Finger kommt, sind zudem die Müllhalden der Strandhotels ein Problem. Weil sie sich beim Wühlen oft verletzen, müssten die Hotels ihren Müll zumindest abdecken. Auch etwas, wofür sich der Kolobus Trust einsetzt. Es gibt also für die Naturschützer noch eine ganze Menge zu tun. Doch eins ist klar, ohne ihre Hilfe würden Szenen wie diese bald der Vergangenheit angehören. Gute Idee, dieser Kolobus Trust. Vor allem eine gute Kombination aus Tourismus und Naturschutz. Auch